Der 1. Mai wurde in Kaluga aus verschiedenen Richtungen begangen. Am einen Ende der zentralen Kirova-Straße versammelten sich die Kommunisten auf dem Siegesplatz, um anschließend zum Leninplatz zu ziehen. Am anderen Ende, auf dem Platz des Friedens, versammelten sich Anhänger der Partei Einheitliches Russland, Staatsangestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter von verschiedenen Firmen und Kulturschaffende, um zum Theaterplatz zu marschieren. Während sich auf der Seite der Kommunisten ca. 600 Leute versammelten, waren es am anderen Ende der Hauptstraße etwa 8000. Wieso sind Sie heute am 1. Mai auf die Straße gegangen? Die Arbeitenden müssen bis heute hartnäckig für ihre sozialen Rechte und würdige Lebensumstände kämpfen. Dieser Kampf zeigt sich in der proletarischen Solidarität. Deshalb feiern wir unseren geliebten Feiertag der internationalen Arbeitersolidarität. Hat der Sozialismus im 21. Jahrhundert eine Chance? Im 21. Jahrhundert bekommt der Sozialismus natürlich neue Züge und Besonderheiten, weil er sich dem technischen, wissenschaftlichen und sozialen Fortschritt anpasst. Viele Menschen sind durch die Repression Stalins umgekommen. Wieso wird sein Konterfei immer noch durch die Straßen getragen? Weil die Leute wissen, dass Stalin sich nie persönlich bereichert hat. Er hat immer für die Menschen gearbeitet. Mikhail Fjodorowitsch könnte das sicher ausführen. Natürlich gab es die Repression. Dieser negative Aspekt warf einen großen Schatten auf die Bevölkerung. Ich bin Stalin gegenüber auch eher negativ eingestellt. Мы жили не слишком роскошно, мы разные.